Dies ist die Geschichte eines Mannes, der gerne betont, dass ihm Eitelkeit und große Worte fernliegen. Papst Johannes der 23. hat mal gesagt, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Das sollten wir Politiker uns auch mal sagen. Wolfgang Bosbach. Der Mann, der in der Griechenland-Frage felsenfest zu seiner Überzeugung steht, kein deutsches Geld mehr für Griechenland. Und für diese Überzeugung würde er auch weitreichende Konsequenzen ziehen. Wenn Sie sich nicht durchsetzen, bedeutet das dann für Sie auch das Ende Ihrer eigenen politischen Karriere? Wenn verlangt wird, dass ich wieder einmal Milliardenzahlungen an Griechenland zustimme, werde ich nicht mitstimmen, aber ich werde auch nicht nur Nein sagen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, er ringt mit sich und dem Rücktritt. Allerdings ringt er schon seit einigen Jahren. Schon 2011 war Bosbach gegen deutsches Geld für die Griechen und sinnierte nach heftiger Kritik auch vom Kanzleramtschef über einen möglichen Rückzug aus der Politik. Vor wenigen Monaten hätte ich gesagt, wenn der liebe Gott, die Familie und die Partei das wünschen, trete ich noch einmal an für eine Kandidatur zum Deutschen Bundestag. Nach den Erfahrungen der letzten Wochen bin ich mir da nicht mehr sicher. Und Anfang 2012 ringt er immer noch. Wenn ich immer wieder mit solchen oder ähnlichen politischen Entscheidungen konfrontiert werde, gerate ich immer wieder in die Minderheit. Und da wird man dann langsam aber sicher für die Fraktion, für die Kolleginnen und Kollegen zum Problemfall. Und genau das möchte ich nicht. Aufrecht im Kampf selbst gegen die eigene Partei. Das hat durchaus Vorteile. Bosbach, der Fernsehstar. Ob bei Jauch, Will, Illner, Plassberg oder Lanz, kein Politiker verbringt mehr Zeit in Talkshows. Und keiner gefällt sich so sehr in der Rolle des Rebellen. Ich sag dir mal, sag ich mal ganz kurz, wo mir der Kamm schwillt. Sind Sie mir nicht böse? Ich war nie Imam, ich war nur Messdiener. Doch, Frau Illner, bleiben Sie cremig. Ich bin ganz ruhig. Bleiben Sie cremig. Ein Mann, der das Vaterland immer im Auge hat. Die Sympathie für die griechische Bevölkerung teile ich. Wir müssen aber auch mal Sympathie haben für unsere eigene Bevölkerung. Aber Wolfgang, das ist Populismus. Wer mit Populismus gemeint ist, der hört auch zu, was die Leute sagen. Und er formuliert so, dass er viele Menschen erreicht. Dann betrachte ich das nicht als Vorwurf. Und es gibt einiges, was die Leute gerne hören. Bosbach spricht es aus. Neben Pleite, Griechen und Flüchtlingen redet er auch gerne über Muslime. Ich bin gerade über die innere Kanalstraße gefahren. Dort entsteht eine riesengroße, wunderschöne, neue Moschee. Wo sind eigentlich die großen Kirchen, die christlichen Stopp. Kirchen? Nicht, stopp! Bei einfachen Wahrheiten kennt Bosbach kein Halten. Aber wehe, man wirft ihm Scharfmacherei vor. Dann echauffiert er sich in der ihm ganz eigenen Art. Warum haben wir bei uns immer diese Angst- und Panikattacken, wenn wir von Fremden reden? Wir haben weder Angst, Herrn Bosbach, wir haben seinen Freunden. Ja gut, auf diesem schwachsinnigen Niveau sollten wir jetzt die Debatte nicht führen. Müssen wir auch nicht, denn dann wäre man ja auch auf Stammtischniveau. Viel lieber ringt Bosbach weiter öffentlich mit seinem Gewissen. Dank der Griechen auch 2015 wieder auf allen Kanälen. Sie werden Ihr Mandat behalten. Schauen wir mal. Ich möchte nicht der Quertreiber sein, nicht ständig der Neinsager sein, der sogenannte Rebell. Ich möchte nicht die Kuh sein, die quer im Stall steht. Ich mache das jetzt seit 5 Jahren mit. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte nicht die Kuh sein, die quer im Stall steht. Klar, Herr Bosbach, wie war das noch mit Papst Johannes dem 23.? Papst Johannes der 23. hat mal gesagt, Giovanni, nimm dich nicht so wichtig. Das sollten wir Politiker uns auch mal sagen. Genau, Wolfgang Bosbach, vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Wir sind eins. ARD.